Hallo, ich habe gerade noch sehr Twitter geguckt. Ben, wir haben gerade bei Twitter geguckt. Wir haben einen gesehen, einen sehr guten Menschen, der einen Nova-Kick-Schrei gemacht hat. Den möchten wir aber nicht sofort sehen, weil wir haben hier keinen Ton. Der Wikinger-Boy. Der Wikinger-Boy mit seinem langen... Der hat irgendwas von Junggesellenabschied geschrieben. Den musst du gleich finden. Sehr wichtig. Ansonsten sehr schön, wie er bei Twitter schreibt. Das finde ich alle sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Und ihr findet das anscheinend auch gar nicht schlecht, was wir machen. Deswegen, cheers. Prost, ne? Du bist ein kleines Weg. Talke nicht wieder between. Okay, weiter geht's. Der Lord. Also es kommt gleich ein geiler Kampf gegen Troll, oder was? Man weiß es nicht, aber. Das ist schon wieder so ein Viech, ey. Was das? Du hast auch nicht. Aber es sind jedes Mal andere Viecher. Das ist ja auch. Zeig doch mal bitte. Das ist ja nur Killer, was hier in diesem Set. Kann man das sehen? Was sind denn das für Tiere? Das kann springen. Das kann springen. Der kleine Splasher. Weg ist er. Was ist das? Was ist das? Warum schmeckt das so gut? Deine Schnürsenkel sind offen. Alter Splasher. So. Geht's hier hoch? Lydia? Okay. Und das war doch längst nicht alles, ne? Das wird ja noch höher. Das finde ich so geil. Ja, das geht richtig hoch noch. Gerade auf ein Drittel oder so. Ja. Oh, gerne, gerne. Ich mach Pause. Ein Schrei. Schöner Schrei jetzt. Who's your dog? Ja, was soll ich sagen? Stumpfes Trumpf? Also der Schrei an sich war nicht so geil, wie man gedacht hat. Aber die Gesamtperformance hat überzeugt. Hat überzeugt, ne? Wie sortieren wir das am Ende? Wir machen irgendwann, wenn wir mal völliges Blackout haben heute Nacht, dann ziehen wir uns nochmal alle rein oder so. Ich weiß es auch nicht genau. Finde ich gut. Aber auch er, Top 3 auf jeden Fall. Auch mit dieser Performance dazu. Hammer. Gut. Ich musste gerade, ich glaube, waren viele Läusewitze gerade, fand ich ganz witzig. Aber ich glaube auch, das sind so Blattläuse, die hier an den ganzen Laub und Naturzeugs und so. Aber es ist halt, wir sind hier an unserem Camp. Ey, aus dem Laub wäre mir lieber als aus den alten Fellen hier. Das ist uns, das hier, was, vielleicht lag ja mal irgendwie der Hund von Miri hier drauf und jetzt sitzen wir hier. Das hier ist unser Camp, ja? Das ist unser Camp. Und wir müssen froh sein, dass wir eine Bleibe haben. In dieser Bleibe haben wir alles, was wir brauchen. Klar, wir haben nicht den Qualitätsnebel, aber wir haben doch recht passable Nebel, der mir doch ganz gut ins Gesicht splasht, finde ich. Wir haben zu viel Süßigkeiten. Ich fresse die ganze Zeit nur diese miese Kacke. Echt? Und bringe mich dann mit Energy Drink wieder nach vorne. Was ich dir empfehlen kann ist, Freunde, bevor es weitergeht, in diesem Schildchen sind Guarana-Kekse. Ich habe schon welche gegessen. Also, die sind nicht süß? Ich glaube, meine Guarana-Speicher sind voll. Ich brauche noch ein paar. Okay, warte. Aber was hältst du von der Idee, die ich gerade hatte? Alle möglichen potenziellen Ehepartner in einem Haus versammeln. Das kann man schaffen. Dann googeln wir die einfach. Ja? Und treiben die alle auf. Also ich glaube, es gibt ungefähr 5-6 Stück oder so. Okay. Weißt du, und dann müssen wir das Haus kaufen. Das sollen wir sowieso machen. Auch für die Truhe können wir den ganzen Shit reinmachen. Und dann sollen die ja möglichst zusammen leben, weißt du? So. Müssen wir abstimmen lassen gleich. Wenn soweit ist. Ich finde den Okay, was haben wir denn? Wir können ja schon mal ein bisschen planen. Weil es passiert ja gerade nicht so wahnsinnig viel, außer dass die Atmo geil ist. Ja, wir sagen entweder alle Ehepartner oder was gibt es noch für Optionen? Mehr Main Story? Mehr Main Story? Vielleicht hat jemand auch eine gute Story-Idee, eine Quest-Idee meine ich. Ja, einzelne Quests bringen uns, glaube ich, nicht so weiter aus dem Weg. Ist riesig Idee. So. Hier geht's ab, was ist da los? Warum liegt da so ein Vieh? War das, hast du die nicht getötet? Komm ich daher? Geh wieder runter? Ich geh falsch. Scheiße, du gehst falsch, ne? Das weiß ich nicht. Oh nein. Deswegen konnte ich auch nichts mehr lesen. Also Main Quest wäre eine Idee, wie gesagt, alle Weiber zusammentrommeln. Aber das ist ja auch, alle Weiber zusammentrommeln ist auch sowas ein bisschen Riot-mäßig. Das ist so Riot-mäßig, das ist doch nett. Da hängen ja jedes Mal Quests mit zusammen und so. Ja, okay, stimmt auch wieder. Das ist eigentlich ganz geil und es wäre eine Aufgabe, die schaffbar wäre. Oder ich hätte zum Beispiel noch die Option, eine Gilde und sich rauszupicken und die versuchen zu spielen. Weißt du, die Meuchelmörder da? Ich glaube, diese so? Gildengeschichte, da kommen wir, glaube ich, am weitesten mit. Ich glaube, das finden viele Leute gut. Das habe ich eben im Chat schon so ein bisschen gelesen. Dass da Potenzial da ist, sowas zu tun. Ey, wir sind hier als Team. Ja. Der Chat, du, da vorne, genau du. Du bist in unserem Team.
Okay. Den brauchen wir. Aber ich habe die stärkste Stimme, oder? Du hast, komm, du hast die stärkste Stimme, aber gemeinsam nur werden wir... Seine Aussage ist gut. Schaut, wie er sich neigt. Der schmeckt ja auch gut. Dazu gibt es diese Nüsschen. Wie oft noch? Aber es wird auch einfach nicht schlechter, ey. Das ist einfach geil. Aber jetzt lass dich nicht wieder verwirren und renn wieder runter. Ich bin mir schon wieder nicht sicher, ob wir richtig sind, aber ich... Nicht schon wieder die Schriftzeichen lesen, oder? 4, das ist korrekt. Okay. Kein Kühne Kine wandte sich an Parthonax, der Mitleid mit den Menschen hatte. Gemeinsam brachten sie den Menschen bei, die Stimme einzusetzen. Daraufhin wütete der Drachenkrieg, Drache gegen Zunge. Okay. So, und jetzt geht's nochmal richtig hoch. Wie die ganze Zeit auch schon. So, den Blick meinte ich ja. Können wir schon mal runter gucken? Zack, das ist schon mal ein Tal zum Beispiel. Später geht's noch weiter runter, glaube ich. Bewohner des Erdreiches, kniet nieder vor eurem Gott, Lord Viskas. Richtig geil. So, das ist Hammer. Schnell. Ich glaube, es gibt sogar, es gab mal irgendwie ein Video, wo einer in Skyrim irgendwie eine Grenze überschritten hat und dann theoretisch in dem Land von Oblivion war. Echt? Mhm. Und da war nichts? Nee, das hat nicht ausmodelliert, aber ich glaube, das war wie so eine grüne Wiese einfach nur oder so, ich weiß nicht mehr genau. Hammer. Irgendwie gab es da mal was. Da ist was, da ist er. Da ist er, da ist er. Okay, Flüdi. Hast du gespeichert? Ich speichere nochmal genau hier. Okay, fuck, der ist aggro, oder? Wo ist Flüdi? Flüdi hat überhaupt keinen Bock mehr. Oh, das kann der aber sehr gut ab. Eieiei. Weil ich will kurz sehen, wie schnell Flüdi... Boah, da ist er gerade zerrissen. Okay, lass uns Lüdi vorschicken. Nein, wir nehmen jetzt mal den Feuerball. Die Schriftrolle Feuerball. So. Geil, wie ich gerade einfach unsere Begleiterin opfern wollte. Rolle ist Chaos, was ist das? Kreaturen und Personen bis zur Stufe 12. Aber hier sind keine Kreaturen, oder? Sturmart, wir brauchen hier alles. Ey, schwör den Scheiß. Dann muss ich noch beschwören. Wann ist er beschworen? Gar nicht. Das geht ab. Ach, schön Lydia in den Arsch geblasen. Wir sind verloren. Rückzug. Oh. Jetzt. Was hast du gemacht? Ich muss mich nur einmal treffen. Ich muss weg, auf jeden Fall. Jetzt wieder zurück an ihn vorbei. Okay, du bist fast tot. Okay. Feuerball? Ihr werdet nicht gewinnen. Nice. Das hat ihn richtig weggewimst. Okay. Jetzt kommt er zu jetzt uns. Kommt hier, warte mal, hier kommen gerade Steine runter. Das ist der Atronach. Wie heißt der? Okay. Atronach, ja. Los, hau ihn. Geil. Hast du gerade beide Steine? Yes! Hast du beide Dingsrollen verblasen, oder? Ja, geil. Musste ich auch. Ja, musste ich. Ah, du bist ein geiler Hengst. Der Troll ist weg, Mann. Ja. Ohne, gut, einmal. Ja, da kommt das Feuer. Aus der Hand. Kann doch mal aus der Hand soll das Feuer kommen, Bell. Jetzt aus der Hand von uns beiden. Die Hand ist schon rot. Hier. Lass das Feuer raus! Ja! Yeah! Okay. Lord Viskas ist eine geile Krallenmaschine und hat den Eistroll mit der Hand zerfletscht. Also durchsuche ihn, der hat geiles Fell. Okay. So, was hat den Chat tun? Fett hat er, okay. Ach so, wir müssen auch noch kurz im Chat zeigen, hier, wie wir spielen. Tut mir leid, da bin ich jetzt ein bisschen Ego. Wir spielen auf Experte. So, bitte, ist das nichts? Experte, das ist schon echt Hammer. So, come on. Gut. Ich gehe wieder ins Spiel, Bell. Danke. Trollfett. Das ist bestimmt gut, auch wenn man was mit den Knochen hat oder so, weißt du? Keine Ahnung, ja. Meinst du, lohnt? Du bist ein bisschen enttäuscht, ne? Dass der jetzt nicht das Zauberschwert im Paket hatte. Hier. Okay, ach stimmt, wir wollten mal wieder tauschen. Ja. Alles klar. Jetzt kriege ich hier die Lava-Passage. Na egal. Komm, Lydia, nicht hier die Leiche bewundern.
Ah, der Nebel hat mich wieder... Kann ich denn hier mal wieder umswitchen auf Flammen, ne? So, alles klar. Hail Lord Whiskers! Bam, badam, bam! Lord Whiskers! Oh, ich muss lauter machen. Ah, die Mucke läuft immer noch. Ah, ich hab die... Ich hab, das ist die Epic. Die Epic-Musik. Ah, okay. Ah. Ich mach's aus. Das müssen wir uns alle aufsparen. Wir haben noch sehr viel Zeit. Ja, ich wollte gerade sagen, aufsparen. Ich finde es auch geil, dass es hier so still ist. Ich finde das irgendwie geil. Es ist halt nur dieser Wind, weißt du, der Berg. Der Wind. Wir. Und der Berg. Was ist denn da oben? Das ist geil, ne? Es gibt einem so ein sicheres Gefühl, wenn einfach egal, was man sagt, die Leute finden es richtig witzig. Mach das mal weiter so. Kommt ein Pferd zum Arzt. Da sagt der Arzt. Du machst denn so ein langes Gesicht. Vergewaltiger und eine Frau gehen in den Wald. Sagt die Frau, ist ja unheimlich hier. Sagt der Vergewaltiger, was soll ich denn sagen? Ich muss allein nach Hause gehen. Der Reineken! 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 Schön, die alten Kamellen. Lass mal, ich mach sonst schlimmere Witze noch. Das war jetzt schon zu schlimm. Da kriegen wir jetzt schon wieder wahrscheinlich 50.000 Euro Strafe für. Okay, Leute, ihr merkt schon, wir haben hier einiges vorbereitet für die wilde Session-Nacht. Ja, es ist gruselig. Das ist auch schön. Ich glaube, so langsam nähern wir uns aber auch zum Ziel. Wir haben ein Schrein übersehen. Schrein? Kaum. Reinkor, hast du ein Schrein übersehen? Vorne, da vorne. Da musst du einmal kurz lesen. Bringt das was oder wie? Ja, wir müssen die Geschichte vorlesen. Warum? Ey, wir haben die Geschichte bislang komplett gelesen. Jetzt lassen wir doch nicht eine dumme Schriftrolle aus. Ja. Vielleicht bringt sie auch irgendwas. Ja, wissen. Ich meine, bis jetzt haben wir die Geschichte relativ deutlich übersehen. So. Die Zungen am Roten Berg verschwanden gedemütigt. Jürgen Windrufer begann seine 7-jährige Meditation, um zu verstehen, wie die starken Stimmen versagen konnten. Hammer. Das war Emblem Nummer 7. Das hast du vergessen gerade. Achso, ja. Das war Emblem Nummer 7. Die anderen auch gar nicht so richtig mitgelesen, geistig. Das ist doch eins, links. Hm? Jetzt, das links ist links, ne? Da war einer. Hä, bin ich doof? Ach, da, Tatsache. Das, du meinst das Ding da vorne. Also nochmal. Jürgen Windrufer entschied sich für die Stille und kehrte zurück. Die 17 Disputanten konnten ihn nicht niederschreien. Jürgen der Stille erbaute sein Heim auf dem Hals der Welt. Okay. Die 17 Disputanten... Emblem 8 war das. Konnten ihn nicht niederschreien, das finde ich auch geil. Ich lese gerade hier im Chat ein bisschen mit. Vorsichtig! Ja. Wir müssen unbedingt dann auch den Feuerball kaufen. Also den müssen wir erlernen, irgendwo, wenn wir wieder. Ja, aufgehen. Die haben schon geschrieben. Die haben zwei Sachen, lese ich immer wieder: Feuerball? Feuerball kaufen und Haus kaufen. Beides beim Jahr in der Hauptstadt. Ja. Das eine ist sein Berater, das andere sein Hofzauberer. Die können es die beiden Sachen. Schöner Boy, hier rechts. Nach jahrelanger Stille nannten die Graubärte einen Namen. Tiber Septim, damals noch ein Jüngling, wurde nach Hochrodgar gerufen. Sie segneten ihn und nannten ihn Dovahkiin. Das war Emblem Nummer 9. So, jetzt aber nochmal einen Blick wagen hier. Guck dir das an. Eieiei. Ei, ei. Guck mal gerade ausrutschen. Bitte. Ja. Ich habe gespeichert. Soll ich mal springen? Was aber guck mal erstmal geradeaus. Guck mal einmal geradeaus. Nach oben. Da ist echt der Rand der Welt, ne? Ja. Skyrim, man merkt es, da ist... Er ist nicht mehr viel. Wenn du jetzt springst, bist du tot. Also ich meine... Aber kann ich, wie tief falle ich denn dann? Gar nicht so, ne? Weil da sind überall Kanten. Ja, gibt es keinen super krassen Abgrund, wo man das Kacke fällt? Ja, vielleicht später, aber vielleicht da die Kante. Lydia, wie stehst du denn da wieder? Schnell.
Ah, du willst jetzt echt drüber springen. Ja, da musst du auch mit Dreieck schön springen, ne? Ja, ja. Schön springen. Aber da sind schon wieder die nächsten Bäume. Das weiß man ja aus Rambo, dass ich das dann überlebe. Ich jetzt runterspringe. Okay, es macht keinen Sinn. Und Rambo weiß auch, dass wir gegen fiese Reptilien kämpfen. Denn fiese Reptilien sind unser Erzfeind Nummer 2. Erzfeind Nummer 1, das weiß ja jedes Kind. Das ist nämlich der feiste Erol. Na, bring mich Erol hierher, sonst raste ich noch aus. Hey. Grüner Apfel. Okay, jetzt wollen wir hier nicht die Gottesgaben plündern. Hier ist eine leere Truhe, okay, auch geil. So, wir sind da. Ist das nicht aufregend? Hammer. Dieser uralte Tempel wart. Ey, wir sind jetzt 7000 Stufen. 7000 Stufen. Gelatscht. Haben diesen. Das ist echt amtlich, ja. Alten Troll weggebimst. Mit fantastischen Skills. Meistens, wenn die Entwickler klug waren, haben sie jetzt hier. Noch so irgendwo irgendwas Kiste, Geiles, ne? Versteckt, wenn man das hier rumläuft, wenn man so ein geiler, neugieriger Typ ist wie ich. Weiter, und dann rennt man weiter hier. Und speicher, dann, speicher erst. Ich habe ja gerade schon gespeichert. Okay, weiter, lauf weiter. Lauf. Spring, spring schnell. Spring. Yes, sehr gut. Lord Viscas. Kann das. Ja, 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 weiter. Ja, ja, ist er. Ah, ist er. Ist. Ja. Ja. Ja, ist er. Oh nein. Oh Gott. Feuer, Feuerattacke, Feuerattacke. Ah! Das sieht schmerzhaft aus. Warte mal, wie lange pulstet der? Okay. Ja, aber das habe ich wenigstens mal einen Sprung bekommen. Dafür sind wir doch hochgelaufen eigentlich nur, oder? Lord Viscas. Muss man doch mal so klar sagen. Ohne Fallschirm ist nicht der gleiche. Hier mit Fallschirm. Hoch Rodger entdeckt. Warst du in der Truhe schon? Ja, da ist ja nichts. So. Dann Rainer, bitte. Ja, Mann, in die Truhe müssen wir die Lieferung legen, natürlich. Zurück zur Truhe, bitte. Machen wir jetzt. Das müssen wir jetzt sofort. Mal vergessen wir. Ne? Ja. Stimmt. Ah, ich hab's auch vergessen. Umdrehen. Der alte, nette Dude. Lydia. Der Kimgard oder wie er hieß, oder? Kimrich. Oh. Zarten Schniedel ist da, liebe Leute. Der hat mir schon bei Twitter geschrieben, dass er am Start ist. Und mit einem Belegfoto. Sorgan hat das gefragt. Füllt die Truhe. Machen wir jetzt. Fry. Truhe machen wir jetzt. Jo. Rein in die Truhe. Da muss der Stuff rein, den wir unten bekommen haben. Die alte Sack muss da rein. Wo ist denn die Quest? Wahrscheinlich Verschiedenes. Das war ja nicht so. Warte mal, bringen die Vorräte nach oben. Ich weiß gar nicht mehr, was die Vorräte sind. Das steht da in dem Lumpen drin, in dem Beutel. Steht das so beschriftet. Okay. Nee, einfach. Was machst du denn da? Nee, doch, also geht anders. Geht anders. Ja. Markiert die Truhe. Ach so, du meinst. Ja, gut, ich kann das so. Ich wollte es erstmal. Genau. Und ja, das ist wahrscheinlich unter Sonstiges. Schätze ich. Vorräte. Kimmings Vorräte da. Kannst du diesen Gegenstand nicht ausrüsten? Nee, ab mit Viereck. Okay. Ja. Abgeschlossen. Okay. Geil. Chat, haben wir gut gemacht. High five, Alter. Nice. So. Kehre zu Kimmich zurück. Auf jeden Fall gehen wir jetzt. Ja. Du, wir haben es geschafft. Fuck. Wollen wir oben bleiben. Was? So, jetzt geht's nämlich ab. Bring mal das Feuer weg. Jetzt brauchen wir das hier gerade nicht. Das sind nämlich alles Creepy Boys hier. Wulfgar. Sieh an. Ein Drachenblut erscheint. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Wir werden sehen, ob ihr wirklich über die Gabe verfügt. Zeigt es uns, Drachenblut. Gönnt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Geil. Haben wir die schon ausgerüstet? Ja, ja, ne? Ja, R1. Ne? R1, aber guck dabei. Was denn? Lust. Ich glaube, er will angeballert werden. Er will angeballert werden? Ja, er will angeballert werden. Er hatte oben noch. Keine Angst. Euer Schrei wird uns nicht verletzen. Ah, okay. Er möchte es ins Gesicht. Direkt hier. Ja, näher ran. Wir wollen den Impact sehen. Yeah. Wow! Drachenblut, ihr seid es. Willkommen in Hochrodgar. Ich bin Meister Arngeier. Mhm. Epic. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Ihr seid nicht das Erste. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verlieh.
Ob ihr das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid, das entzieht sich unserem Wissen. Ihr seid das Einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Ja. Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei, unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Sehr gut. Meister Einhard wird euch nun Ro lehren. Schön. Das zweite Wort von unerbittliche Macht. Geil. Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tuum stärker zu bündeln. Geil. Ro. Auf dem Boden, was ist da passiert? Ja, Mann, nimm es auf. Wie? Also. Geil. Ihr lernt unerbittliche Macht. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreie. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben. Einhard? Jetzt zeigt uns, wie schnell ihr eure neuen Tugenden meistern könnt. Nutzt euren Schrei der unerbittliche Macht, Ziele, okay. Um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Gespannt. Flieg so Verwendet nach Möglichkeit. So, müssen wir erst ausrüsten, wa? Müssen wir irgendwie noch pushen? Ich weiß nicht. Unerbittliche Macht, Gleichgewicht. Deine Stimme ist. Aber da muss mich gedrückt halten. Aufladen, ja, aufladen, das war's. Okay. Okay. Verwendet nach Möglichkeit beide Worte. Okay, jetzt hast du das erste Wort genommen, mit der Auflage machst du das zweite Wort, okay. Was? Schön! Lydia, weg da! Papa muss arbeiten. Krass, ne, wie mir mein Weg läuft. Was geht jetzt? Gut gemacht. Okay. Wieder einmal. Das war eins von drei. Du bist ein Meister. Du bist ein Meister des Drückens. Die unermessliche Macht liegt dir. Lydia weiß nicht, was los ist. Wie gewohnt. Zack. Lukas, 24 Stunden wirklich? Ja, es ist die Wahrheit. Beeindruckend. Hier geht's richtig ab. Euer Tuum ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Der spricht doch gar nicht. Warum guckst du denn mal an? Eure nächste Prüfung findet im Hof. Ja, ich würde mal angucken. Folgt Meister Bori. Ja, Moment. Pausier mal kurz. Mach mal kurz Options. Okay, Pause. Okay. Ja, hey, jetzt geht's ab hier. Gut, runter! Alter! Durch diese Bewegung, durch diesen Schrei, hat er quasi Biomasse verschoben. Wahnsinn! Das können wir das ja normal sehen? Das ist ja genau... Er nimmt sich den. Okay. Gut. Dieser Schrei scheint auch äußerst viele glückliche Momente hervorzubringen. Ja, ich fand das also für mich eine klare Eins. Nein, keine Ahnung. Also ich find's originell, oder? Ja, ist für mich, also nee, also originell ja, aber wir haben schon weitaus, also das war gut. Das war gut, dass wir es hier mal gezeigt haben, aber ehrlich,
Nein, nicht in den Top 3. Nicht in Top 3, nee. Nein, nicht in Leider Top 3. Nein. Leider nein. Ben, hast du noch einen? Nicht. Okay, pass auf, dann gerne weitermachen. Schickt uns euren Fußrodar-Schrei an Hashtag Skyrim Memories bei Twitter. Und dann werden wir das rausfinden und dann wird er hier geballert, abgeballert. Mhm. Und dann werden wir darüber urteilen. Aber ist es für uns eine Punktaufwertung, wenn jemand es schafft, etwas umzublasen oder anzublasen? Also, oder geht es uns nur um den Sound? Nein, es war gerade auf jeden Fall eine Punktaufwertung. Es war eine Punktaufwertung, das heißt ohne die... Die Anpustung war gut gelöst. Ja, okay, aber wie geht denn der Chat da drauf ab? Number one nochmal. Rüstebonus nochmal, auf jeden Fall. Sex Sales, eine klare 1. Tittenbonus Deluxe. Der Schreiber nicht übel. Ja, aber die Leute geben uns, glaube ich, recht. Das war nicht das Highlight bis des heutigen Tages, aber vielleicht eine schöne Auflockerung. Jetzt gebt ihr schon endlich den Preis. Okay. Hören Sie, wo muss ich hingucken? Wo kommt diese Kamera her? Ist das da? Ist das hier? Wo bin ich denn? Hallo. Hallo. Aus dem Häuschen, aus dem Nachtlager. Gleich müssen wir auch die Lichtstimmung mal ein bisschen mehr auf Nacht bringen, glaube ich. Ja, ne? Müssen wir mal ein bisschen runterdimmen. Ein bisschen dunkel. Folgen Sie. Ich finde übrigens, dass wir relativ gut durchkommen. Ja, dafür ist gut, wir haben jetzt die Hauptquest verfolgt. Können wir eigentlich skillen noch? Haben wir was vergessen? Das habe ich eben auch im Chat gelesen. Kannst du mal kurz gucken, ob wir... Ich glaube nicht, ne? Dann wird die neue Stufe stehen. Gehen wir mal nach oben, bitte. Nee. Nix zu sehen. Nix. Hallo, Bell! Hier ist die Annabelle, hier unten. Jetzt ist sie nicht mehr da. Doch, sie ist genau bei uns, möchte aber wie ein kleines Gespenst. Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Wuhlt beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Wirbelwind, alles klar. Gelernt ist gelernt. Gelernt ist gelernt, so müssen wir mal auswählen. Ne? Danke, Bell. Ah, brauchen wir eine Drachenseele für. Er wird sein Wissen über Chris Neub fragt, spielen Sie echt schon seit 11 Stunden und sind erst so weit? Wir sind doch geil unterwegs, was ist los? Auf jeden Fall. Jetzt werden wir sehen, wie schnell wir einen neuen Schrein meistern. Das fand ich cool, daran erinnere ich mich. Das hat mir damals gefallen. Meister Wulfgar wird euch den Wirbelwind spucken. Anschließend seid ihr dran. Meister Bori, Max. Das sah ja geil aus, wie der Opa da losgespeedet ist. Stellt euch neben mich. Hammer. Meister Bori wird das Tor. Also mal gucken, ich hatte den Grund, ihn gerade nicht auswählen. Weil die... Doch, jetzt kann ich. Alles klar. Durchquert es mit eurem Wirbelwind-Sprint, bevor es sich wieder schließt. Ich habe Linie übertreten. Ja, ja, das ist der Megatest hier. Weg. Zurück. Tada. Und Lydia ist endlich weg. Lydia, hier sind wir, deine Boys. Ciao. Wir sind super schnell. Die verwirrt sind einfach nur in der Hölle. Schön blöd. So, was geht jetzt? Talk mit dem Typen hinter dir. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tum erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Die Götter haben euch diese Gabe nicht grundlos verliehen. Es liegt an euch, herauszufinden, wie ihr sie am besten nutzt. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. Geil. Sollen wir den Chat hier noch fragen, oder? Nee, ne? Brauchen wir eigentlich nicht. Bei Skyrim ist das nicht nötig, um die Quest auszuziehen. Nee, aber mich würde interessieren, wer denn der Jürgen war. Steht ganz unten. Er war im Großen Krieg ein Anführer der alten Nord. Ein Meister der Stimme oder Zunge. Nach der Katastrophe am Roten Berg, bei der die Armee der Nord vernichtet wurde, verbrachte er viele Jahre damit, über die Bedeutung dieser schrecklichen Niederlage nachzudenken.
Am Ende begriff er, dass die Götter die Nord für ihre überhebliche und gotteslästerliche Verwendung der Stimme bestraft hatten. Er war der Erste, der begriff, dass die Stimme ausschließlich für den Ruhm und die Verehrung der Götter eingesetzt werden sollte, nicht für den Ruhm der Stadt. Also Jürgen ist quasi der Jimi Hendrix. Jürgen Windrufers meisterliche Beherrschung der Stimme war am Ende größer als jeglicher Widerspruch und der Weg der Stimme war geboren. Oder der Bach, der Symphonie, ja? Ja. Der Himmel über euch, die Stimme in euch. Gut. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Sehr gut. Ja, klar. Also jetzt geht's wieder einen Berg runter, oder was? Warst du schon hier oben? Nee, ne? Wir sollen jetzt... Geh doch mal kurz ins Questlog. Warte mal, nicht, dass wir hier irgendwas vergessen, ne? Genau. Ja, das ist ganz woanders. Das ist jetzt hier getriggert, aber... Mhm. Das kann man hier oben noch so machen. Nicht so viel hier, guck mal, die wollen jetzt den Berg wieder runterschicken. Ja, das weiß ich so natürlich nicht, weil wir nicht weiter... Aber ich meine auch, dass hier oben nicht mehr viel ging. Man konnte zum Beispiel den Berg da hochlaufen und so, ne? Aber das darfst du auf jeden Fall mal machen. Ja, ne? Wäre auch schwer. Ist ja dann eigentlich der höchste Punkt der Dings, ne? Ganz da oben. Fick dich selber, du Arschloch. Ich glaube, da können wir noch nicht durch, weil wir den Skill noch nicht haben. So war das. So war das auch. Weil jetzt sind wir weggeblasen. Ja, da kommen wir gar nicht rein. Okay, alles klar. Dann kommen wir später nochmal wieder. I'll be back. Hammer. Okay, dann runter. Oder lieber Chat, ich habe euch im Blick. Vielleicht könnt ihr mir noch sagen oder uns sagen, ob wir oben noch was erledigen sollen, könnten, tun, wissen, wie auch immer. Ansonsten geht's jetzt runter. Ey! Was denn? Wir sind echt langsam. Nix. Alles gut. Könnt ihr nicht, ihr Idioten. Das ist eine Bezeichnung, das kann ich gut verstehen. Ja, wir können den Berg noch nicht hoch zum Drachen. Ne, genau, das können wir noch nicht, aber wenn wir das mit dem Quest mit Jürgen Dings Tötenhofer machen, dann kriegen wir das letzte Wort. Das finde ich ein cooles Ziel. Ja. Ne? Machen wir das noch und dann wenden wir uns ab. Jürgen und machen. Tötenhofer, einer der Vorbilder, wenn es um Schreie geht. Aber weißt du, was ich gerade gedacht habe? Mit diesem neuen Schrei können wir vielleicht diesen Sprung vom Berg hier runter schaffen. Weil der teleportiert uns ja quasi. Klar, es muss gehen. Ich sehe da wirklich keine andere Möglichkeit. Das Spiel wäre absolut unrealistisch, wenn dieser neue Move nicht gehen würde. Okay, los geht's. Okay. Lord Viscas würde es probieren. Den Wahnsinns-Stunt. Mal vielleicht. Warte, ich muss ein bisschen Trommelwirbel anbieten dazu. Geht das, Micha? Warten Sie. Ich muss kurz einmal üben. Ja. Nee, ist der da oben. Okay. Für den Lord. Warte kurz, für den Lord jetzt hier. Ja. Warte. Den vielleicht. Warte, pass auf. Okay. Und go. Ah, super lame. Kannst aufhören. Lord Viscas, war das ein... Er stürzt immer noch. Micha, das war einfach... Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Das lass es jetzt auch sein. Lord Viscas. Lord Viscas. Dann machen wir es. Lord Viscas. Dann machen wir jetzt die Totenhöfer, Windrufer meine ich. Quest? Ja? Ja, alles klar, geiles Ding. Okay, Ben hat es nochmal groß gemacht, ich möchte es einmal probieren. Lord Viscas! Zu spät. Na gut. So, jetzt gucken wir mal kurz auf die Karte und springen da direkt hin, was? Schnellreisen.com oder was? Mhm. Schnellreisen.com. Guck mal, da ist unsere Quest. Was haben wir denn in der Nähe? Da sind wir noch, nie gewesen. Alter, ist ja richtig am Arsch der Halt. Mortal. Boah, wow, ist ja Einsamkeit, das ist richtig weit weg. Wo sind wir gewesen? Sind wir da schon mal gewesen? Also dann können wir jetzt im Grunde nur zurück nach Weißlauf. Dann können wir uns da aber auch gleich den Feuerball holen. Das finde ich, das ist ein fairer Feuerball Ding. Und das Haus, ne? Feuerball und das Haus, wird gekauft. Wenn wir noch genug Kohle haben. Die Kohlen, weiß ich nicht, aber das machen wir. So. Ach nein, wir haben eins vergessen. Was denn? Wir müssen gleich wieder zurück. Zu den Bäumen und die Belohnung. Zu den Bäumen und die Belohnung, machen wir jetzt. Ben, ich hole noch eben eine Peitsche raus. Ganz schnell. Lord Viscas! Lord Viscas! Lord Viscas! Lord Viscas! Lord Viscas! Lord Viscas!
War das geil? Das war ziemlich geil, du bist echt ein Tiger. Dankeschön. So. Ich bin aber ein Puma. Tiger, Puma, je nachdem. So, wo waren wir jetzt gerade? Jetzt habe ich leider hier hinterm Berg. Katzen, ne? Können nicht fliegen. Miss Busted bei Micha und Micha. Geil. Weißt du was? Kann doch mir auch mal jemand sowas herholen. Da geht's weiter. What? Was macht dort Discus das? Keine Ahnung, aber jetzt sind die Leute sauer auf uns, oder? Nö, zum Glück nicht, ja. Alle haben sich gedacht, das ist der Classic Lord Viscas, der wieder da ist. Man kennt ihn schon als Pyromane, er macht es aus Leidenschaft, er kann schießen aus seinen Handgelenken. Er ist quasi Spider-Man, nur anders, nämlich Lord Viscas. Ich will mal gerade was ausprobieren. Doppelfeuerball, Junge! Na schade, ich muss es besser timen, weißt du, aber ich schaffe hier nochmal ein bisschen extra Wumms hier. Geil, 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 weißt du? Finde ich gut. So, ich pack mal hier die Zeit. Ach, wir können mit der Kutsche von Weißlau aus dahin fahren. Das ist gut, das machen wir. Das ist sehr gut. Hä? Wir können mit der Kutsche aus Weißlauf direkt da schnell hinfahren. Ja. In Weißlauf gibt's eine Kutsche. Da können wir uns reinsetzen. Ja, ich muss hier gerade die Quest aussuchen. Wir fährt uns dann direkt dahin. Ja, ist doch geil. Was ist denn jetzt? Hab ich hier das falsche Ziel wieder ausgewählt? Okay, nein, du bist da, du bist da, du bist da. Richtig? Ja, ja. Aber hier das vorne von links muss ich mal wegmachen wieder, ne? Nee, brauchst du nicht, der ist direkt hinter uns, du musst nur eben kurz warten. Warte mal kurz. Ist nichts mehr da. Der ist da vorne, warte. Aber er ist halt nicht markiert. Ja, das ist egal. Du musst jetzt kurz so warten, der pennt. Oder da vielleicht. Nee, aber warte kurz, du musst nur eine Wache. Ich weiß, dass wir hier in der Nähe sind, aber ich will ihn ja, der müsste normalerweise markiert sein. Nix. Wir können das so. Hier, schön ein bisschen warten. Lord Viscas hat Zeit. Ich nehme mal schnell noch so ein Boot. So, jetzt steht er hier wahrscheinlich wieder im Wasser. Ist er das da vorne? Nee, du musst rechts sein. Das ist der arme Typ, ne, der seine Frau vermisst. Ja. Du meinst, das ist hier oben drauf oder was? Nee, das ist auch nur eine Frau. Er war hier im Wasser, ich weiß. Aber dass die Markierung nicht erscheint, finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Was ist da oben im Kompass? Da musst du es aktivieren, aber... Habe ich ja schon. Guck da. Mhm. Alles cool. Also mehr markieren als das geht nicht. Doch, jetzt. Komisch. Dann, sorry, meine Doofheit. So. Jetzt echt ganz vorne. Da rechts in der Bude ist er. Mhm. Mal außen rum. Das ist das Viscas Pünktlichkeit. Des Viscas Pünktlichkeit. So, ich hoffe, da gibt es auch irgendwas Geiles jetzt für den ganzen Aufriss. Ich wünschte... Ah, schön. Das ist ein Aufstieg, was? Auf jeden Fall weiß ich es zu schätzen. Hier, nehmt diesen Lohn für eure Mühen. 500 Gold, ja. Können wir gebrauchen. Lord Viscas sagt gerne. Danke nochmal für die Lauferei. Ich stelle mir Lord Viscas auch vor, dass er so Peitschen hat. Dann begrüßt du die Leute immer so. Weißt du, der hat Feuerbälle und Peitschen. Ja, das wäre geil. Oh. Ihr werdet Drachenblut genannt. Oh, jetzt geht's ab. Fuck. Shit. Wir haben Werbung. Das ist ein sehr guter Cliffhanger. Das ist ein geiler Cliffhanger. Sehr guter Cliffhanger. Können wir noch so lange ein bisschen auf der Base-Form rumhauen? Ja. Yay. Viscas. Ich bin überhaupt nicht müde. Halt's Maul.